Das Schlimme an unserem Bildungssystem ist, dass es einem Großteil der Menschen das Gefühl gibt, zu dumm zu sein. Schule und Uni sind einfach nicht dafür ausgelegt, dass alle Leute nur Einsen schreiben. Aber ganz ehrlich, nur weil ihr jetzt vielleicht in der Schule oder Uni schlechte Noten schreibt, heißt das noch lange nicht, dass ihr dumm seid. Das heißt nur, dass ihr entweder mit diesem Bildungssystem, wie wir das haben, nicht zurechtkommt oder dass euch niemand beigebracht hat, wie man lernt. Ganz davon abgesehen bin ich sowieso der Meinung, dass inhaltlich Schulunterricht und auch die Uni mal überarbeitet werden sollten und nicht alles, was man da lernt, so sinnvoll ist und viele sinnvolle Sachen da gar nicht beigebracht werden. Dazu kann ich aber gerne mein eigenes Video machen. Falls ihr das sehen wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber da wir hier in Deutschland zumindest eine Schulpflicht haben und deswegen auch nicht drum herum kommen, zumindest zur Schule zu gehen und da man natürlich für einige Berufe zwingend einen Uni-Abschluss braucht, möchte ich euch in diesem Video ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht mit diesem System, was wir gerade eben so haben, mit diesem Bildungssystem, besser zurechtkommt und eure Noten verbessern könnt, auch wenn das bisher nicht der Fall war. Denn das heißt wirklich nicht, dass ihr zu dumm seid. Aber das Video kann euch natürlich auch helfen, falls ihr bereits schon gut seid und einfach nur ein bisschen Motivation haben möchtet oder euch noch ein bisschen verbessern wollt. Viel Spaß! Zunächst einmal gehen wir kurz darauf ein, woran das liegt, dass ihr das Gefühl habt, nicht klug genug zu sein und wieso das eigentlich gar nicht eure Schuld ist. Und im zweiten Teil gebe ich euch dann konkrete Tipps, wie ihr fast alles besser lernen könnt. Falls ihr also ungeduldig seid, fühlt euch frei, im Video hin und her zu springen. Ich verlinke euch die Timestamps wie immer auch unten in der Beschreibung. Und jetzt legen wir direkt los. Das Problem. Es gibt viele verschiedene Punkte, woran es liegen könnte, dass ihr gerade in der Uni oder Schule nicht zurechtkommt. Einer davon könnte zum Beispiel sein, dass ihr einfach dauerhaft übermüdet seid. Die Wissenschaft ist sich heutzutage nämlich ziemlich sicher, dass Jugendliche eigentlich Nachteulen sind und Schule deswegen später starten sollte. Für die, die es noch nicht wissen, Nachteulen sind Menschen, die am Abend oder am späten Abend ihr Leistungshoch haben und besonders konzentriert sind und dann auch häufiger länger wach sind, dafür dann aber am nächsten Morgen auch dementsprechend länger schlafen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Lerchen, die halt eben die Frühaufsteher sind. Unsere Gesellschaft ist aber größtenteils auf Lerchen ausgelegt. Das heißt, die meisten Jobs, die Schule, die Uni, alles Mögliche startet früh morgens. Es gibt dazu auch eine ganz interessante Studie aus Großbritannien, in der an 100 Schulen die Schule erst um 10 Uhr morgens gestartet ist. Und da gab es richtig krasse Ergebnisse. Die Jugendlichen hatten aufgrund des späteren Schulstarts nicht nur mehr Schlaf, sondern haben auch bessere Leistungen in der Schule erzielt, hatten weniger Ängste und Sorgen und haben sogar weniger Medikamente und Drogen genommen. Aber alleine der Leistungsaspekt wäre ja für mich was schon eindeutig zeigt, das tut den Leuten echt gut, einfach mal mehr schlafen zu können. Denn es ist nun mal halt so, dass man gegen seinen chronologischen Schlaftyp auch nichts machen kann. Das heißt, wenn ihr Nachteulen seid, dann seid ihr Nachteulen, egal wie sehr ihr euch zwingt, morgens früh aufzustehen. Der Schlaftyp kann sich übrigens im Laufe des Lebens ändern, also es ist jetzt nicht zwangsläufig gesagt, nur weil ihr jetzt mit 14 oder 15 eine Nachteule seid, dass ihr euer Leben lang jetzt Nachteulen bleibt. Aber die allermeisten Jugendlichen sind halt eben Nachteulen. Das heißt also, dass die allermeisten in der Schule oder in der Uni wahrscheinlich viel zu müde sind, um überhaupt aufmerksam zuzuhören und dann auch dementsprechend Leistung abrufen zu können. Egal wie sehr ihr auch versucht, abends früh ins Bett zu gehen. Eine andere Möglichkeit, warum ihr mit dem System gerade nicht zurechtkommt, könnte zum Beispiel auch sein, dass ihr gar nicht dauerhaft übermüdet seid, sondern vielleicht mal einfach ein paar Wochen lang müde wart oder krank wart oder aus irgendeinem anderen Grund nicht zur Schule konntet, nicht zur Uni konntet oder einfach nicht aufnahmefähig wart und dadurch dann einfach den Anschluss verpasst habt. Denn Schule und Uni nehmen darauf in der Regel eigentlich keine Rücksicht. Oder hat wegen euch der Unterricht schon mal wieder von vorne angefangen, weil ihr eine Woche gefehlt habt? Nee, ihr musstet das ganz alleine aufarbeiten, oder? Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Gesellschaft einem ja nicht zutraut, dass man sich die Sachen alleine beibringt. Deswegen haben wir ja eine Schulpflicht. Es in der Schule einem auch niemand eigentlich beibringt, wie man vernünftig lernt. Man aber in diesen Situationen, wo man eh schon krank war, dann noch neben dem aktuellen Schulstoff sich den alten Schulstoff, den man verpasst hat, selber beibringen soll. Ohne dass einem jemals jemand gesagt hat, wie man denn gescheit lernt. Das ist natürlich besonders in Fächern wie zum Beispiel Mathe ein Riesenproblem, wo gefühlt alles aufeinander aufbaut. Das heißt, wenn ihr da die Grundlagen nicht könnt, seid ihr eigentlich verloren. Und nicht zuletzt gibt es natürlich einfach die Möglichkeit, dass ihr mit der Art, wie der Stoff euch vermittelt wird, nicht zurechtkommt. Egal was es auch ist, es ist halt nicht eure Schuld, dass es so ist, sondern es ist halt eben die Schuld dieses Schulsystems, dieses Bildungssystems. Das könnte auch anders laufen. Und das heißt auf gar keinen Fall, dass ihr nicht klug genug seid oder dass ihr zu dumm seid. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn die Schule oder die Uni es nicht hinbekommt, euch den Stoff so zu vermitteln, dass ihr daran Spaß habt und dass ihr den versteht, dass dann nicht ihr die Dummen seid, sondern dass unser Schulsystem oder unser Bildungssystem kaputt ist und eben seine Funktion verfehlt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr natürlich gar nichts tun müsst, damit der Stoff euch so entgegenfliegt. Natürlich müsst ihr euch auch ein bisschen bemühen und ein bisschen was lernen und ein bisschen versuchen, aber in einem
idealen Schulsystem würde einiges anders laufen. Und das muss euch auch halt immer klar sein. Häufig ist es ja eher so, dass einem vermittelt wird, dass man nur fleißig genug sein muss. Und wenn man es dann nicht checkt, dann ist man einfach nicht klug genug. Und so ist es halt definitiv nicht. Nachdem wir jetzt also verstanden haben, dass es nicht eure Schuld ist und ihr nicht so dumm seid, sondern dass es einfach am Bildungssystem liegt, das wir hier halt haben, wie könnt ihr vielleicht trotzdem in diesem System ein bisschen besser zurechtkommen und wie können wir vielleicht ein bisschen gegen diese Probleme arbeiten, auch wenn wir die nicht auflösen können? Die Lösung. Als allererstes ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Es ist nämlich so, dass ihr Sachen niemals isoliert oder als einzelne Fakten lernt, sondern euer Gehirn versucht immer, alles, was ihr lernt oder neu aufnehmt, mit schon vorhandenen Sachen zu verknüpfen. Und je besser das klappt, umso besser versteht ihr die Sachen und umso besser könnt ihr euch die Sachen später merken. Das heißt, es ist super wichtig, Lernstoff nicht nur so isoliert zu betrachten und einzelne Fakten auswendig zu lernen, sondern immer zu versuchen, das große Ganze zu verstehen und halt eben auch zu verstehen, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Ich habe dazu auch immer mal wieder was in meinen Videos bisher gesagt. Schaut da gerne mal rein. In dem hier habe ich zum Beispiel gesagt, wie ich Sachen nacharbeite und wie ich den Stoff eben in Kontexte einordne. Ich verlinke euch das Video aber auch nochmal am Ende von diesem Video hier. Die zweite große Sache, neben dem das große Ganze zu verstehen, ist, dass ihr auf jeden Fall die Basics können müsst. Besonders in Fächern wie zum Beispiel Mathe oder aber auch in Sprachen, wo dann so Vokabeln und Grammatik halt immer wieder auftauchen, logischerweise. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel eine mathematische Aufgabe habt und ihr seid jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter im Thema und ihr wisst absolut nicht, wie ihr die lösen könnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr die Grundlagen nicht verstanden habt. Gibt es vielleicht irgendwelche Formeln, die ihr können müsst, irgendwelche Regeln, die ihr können müsst? Und da ist auch meistens ganz gut, zumindest zu verstehen, was diese Formeln machen, was das bedeutet, dass diese Formeln da sind. Und das ist auch meistens das, wo man eigentlich eher am wenigsten Bock drauf hat, wenn man lernt. Man möchte eigentlich schneller eher weitergehen, immer weiter mit den Aufgaben und sich nicht so lange an den Grundlagen festhalten, denn man will den Stoff möglichst schnell durchgelernt haben. Aber es ist super wichtig, dass ihr euch zuerst die Grundlagen richtig, richtig gut beibringt. Besonders, wenn ihr auch mal eine Zeit lang in der Schule gefehlt habt oder nicht aufgepasst habt, was auch immer. Wenn euch da dann irgendwie die Grundlagen flöten gegangen sind, dann wird es richtig, richtig schwierig, die komplexeren Sachen zu verstehen. Als ich eine Zeit lang Mathe-Nachhilfe gegeben habe, habe ich auch festgestellt, dass das wirklich das häufigste Problem war, dass die Leute die Grundlagen nicht richtig gut kannten. Und ich finde, da wird auch in der Schule viel zu wenig Wert drauf gelegt. Eigentlich müsste man mit Spaced Repetition, also immer wieder in bestimmten Zeitabständen wiederholend und Active Recall die Grundlagen immer wieder neu durchgehen, damit die richtig, richtig gut sitzen. Zu Spaced Repetition und Active Recall an sich habe ich auch schon Videos gemacht, könnt ihr auch gerne mal später reinschauen. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wenn ihr bisher die Grundlagen nicht verstanden habt oder nicht da wart und ihr könnt euch den Stoff ja nicht selber beibringen, weil ihr einfach nie gelernt habt, wie man richtig lernt, wie geht ihr da jetzt am besten dran? Einerseits lohnt es sich natürlich, sich generell mal damit auseinanderzusetzen, wie man vernünftig lernt. Dazu habe ich schon einige Videos auf dem Kanal gemacht, es gibt aber auch andere, die schon ganz viele tolle Videos dazu gemacht haben, es gibt tolle Bücher, ich verlinke auch nochmal eins unten in der Beschreibung. Aber so oder so ist das eine generelle Sache, die sehr hilfreich im Leben ist, wenn man weiß, wie man richtig lernt. Die nächste Sache, die ihr machen könnt, ist mal auf YouTube zu schauen, ob es zu dem Thema, was ihr gerade lernen wollt, schon Videos gibt. Häufig habe ich festgestellt, werden die Sachen in den Videos teilweise besser oder einfacher erklärt als in der Schule oder in der Uni. Ich habe zum Beispiel in der Uni in Statistik ein paar Sachen relativ kompliziert gefunden und habe mir dann auf YouTube nochmal Videos dazu angeschaut und das war so cool gemacht, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und ich habe die auch richtig gut verstanden danach. Ein weiterer Vorteil bei Videos ist natürlich auch, dass ihr euch die immer und immer wieder anschauen könnt, sodass ihr natürlich einerseits euch die auch dann anschauen könnt, wenn ihr gerade einen Leistungshoch habt. Wenn das zum Beispiel spätabends ist, könnt ihr auch spätabends noch die Videos gucken. Andererseits könnt ihr euch auch bestimmte Stellen einfach immer und immer wieder angucken. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr ein bisschen aufpassen müsst, dass ihr auch an die richtigen Leute geratet, weil bei YouTube ja theoretisch jeder einfach Videos hochladen kann. Überlegt auf jeden Fall, ob das auch ein bisschen sinnig ist, was die Leute da sagen oder ob die euch Quatsch erzählen. Ich habe jetzt aber, glaube ich, in dem Kontext auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Könnt mir gerne mal sagen, wie eure Erfahrungen bisher so mit YouTube-Videos sind. Schreibt mir auch gerne mal gute YouTube-Kanäle, die zu speziellen Themen Videos machen, wie zum Beispiel Lehrer Schmidt, der zu Mathe Videos macht oder dieser Statistik-Kanal, den ich hatte. Ich versuche dann unten in der Beschreibung auch vielleicht eine Auflistung zu machen mit guten Kanälen. Vielleicht ist da ja auch für euch was dabei, für euer Fach was dabei. Könnt ihr gerne mal in die Beschreibung unten schauen. Und ein Tipp noch, der beides so ein bisschen verbindet, einmal das große Ganze verstehen und die Grundlagen verstehen, ist, dass es manchmal auch zu Themen so Bücher gibt. Also zum Beispiel, als ich Medizin studiert habe, da gab es, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, aber da gab es so kleine blaue Bücher, fast schon Heftlein. Das ist ein Medilearn oder so, ich weiß es wirklich nicht mehr. Da waren die Themen wie zum Beispiel Chemie, Physik etc. so ganz simpel oder oberflächlich erklärt. Das hat dann oft nicht gereicht, um die Klausur richtig gut zu bestehen, aber das hat gereicht, um erstmal den Zusammenhang von allem zu verstehen und das Thema an sich zu verstehen. Und mit diesem Wissen konnte man dann viel besser die Sachen aus den Skripten für die Vorlesungen lernen. Und zum Normalbestehen haben sie meistens auch gereicht. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch Bücher, keine Ahnung, Mathematik für Dummies oder whatever. Es gibt halt so viele Sachen, einfach coole Bücher, die die Sachen einfach ganz grob erklären, ohne dass sie direkt so ins Detail gehen.
gehen. Irgendwas für Einsteiger, irgendwas für Dummies. Vielleicht gibt es sowas auch im Internet gratis. Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, euch erstmal über das Thema einen Überblick zu verschaffen und die Grundlagen zu verstehen. Und eine weitere wichtige Sache, die ich immer wieder erwähne in meinen Videos, weil ich die wirklich so wichtig finde, ist, dass ihr Fragen stellt. Egal, ob ihr jetzt eure Mitschülerinnen, Mitschüler, eure Mitstudierenden fragt, euren Lehrer, eure Dozentin, wen auch immer, fragt, fragt, fragt. Fragt so lange, bis ihr wirklich das Gefühl habt, die Sache verstanden zu haben. Und ihr werdet sehen, gerade was jetzt auch andere Studierende angeht oder auch in der Schule, dass die meisten Leute ziemlich hilfsbereit sind und sich eher freuen, wenn sie auch zeigen können, dass sie selber was verstanden haben und euch helfen können, das Thema zu verstehen. Und wenn ihr natürlich sonst auch nett zu den Leuten seid. Aber auch die Lehrkräfte freuen sich eigentlich in der Regel, wenn jemand wirklich versucht, eine Sache zu verstehen. Ich habe zum Beispiel auch immer in Vorlesungen oder auch in der Schule im Unterricht gefragt. Und wenn ihr euch erstmal nicht traut, im Unterricht oder in der Vorlesung direkt zu fragen, fragt auch ruhig nach dem Unterricht, auch ruhig nach der nächsten Stunde. Wenn ihr zu Hause gemerkt habt, hey, das habe ich doch nicht ganz verstanden, geht nach der nächsten Stunde hin und fragt da einfach nochmal von der letzten Stunde die Fragen, die ihr hattet. Meistens sind die Leute doch relativ hilfsbereit und irgendwann traut ihr euch vielleicht auch mal im Unterricht oder in der Vorlesung selbst zu fragen. Wichtig ist aber, wenn ihr die Antwort von der Person auch wieder nicht versteht, dass ihr wieder weiterfragt. Im Idealfall könnt ihr sogar benennen, was ihr genau nicht versteht und wo es genau hakt, dann kann die Person euch bestmöglichst helfen. Vielleicht ist aber auch die Person nicht gerade die beste Person für euch und ihr müsst einfach mal jemand anderen fragen. Dr. Martin Keller hat dazu mal ein schönes Zitat gemacht. Lernen beginnt mit Fragen, nicht mit Antworten. Fragen zu stellen ist ja sowieso auch die beste Lernmethode, die man haben kann. Das Ganze nennt sich dann Active Recall und wie genau das funktioniert, habe ich euch in diesem Video hier erklärt. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe auch viele weitere Videos zum Thema Lernen auf dem Kanal. Falls ihr daran interessiert seid, vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren. Und falls euch das Video geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich immer sehr. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr euch nicht einreden lasst, dass ihr nicht klug genug seid. Denn das seid ihr.